Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass ich außer die Videos hier für euch auch ab und zu noch was anderes mache, genannt Arbeiten. Und da muss ich auch ab und zu mal eine Fortbildung besuchen. Genauso ist es letzte Woche geschehen. Ja, aber leider hat mir die Fortbildung den Zeitplan für die Woche auch völlig durcheinander gehauen. Deswegen erst jetzt das nächste Video. Aber wir steigen direkt ein, denn heute geht es um die Aufnahme vom Typhoon H. Und zwar nicht um Aufnahmen, die wir mit der Kamera durchführen, sondern die Aufnahme, wo wir jedes Mal den Propeller auf- und abschrauben, bevor wir den Kopter wieder in den Rucksack packen. Den Propeller samt Aufnahme kann man sich in etwa so vorstellen wie der Reifen eines Autos. Der untersteht ja einem gewissen Verschleiß, je nachdem wie viel und wie oft wir den Propeller auf- und abschrauben. Und ich habe in diesem Fall hier einmal getestet, wie lange ich denn die Aufnahme samt Propeller nutzen kann, bevor ich diese austauschen muss. Und wenn wir hier genauer hinschauen, sehen wir diesen Abrieb, diesen Feinstaub, der natürlich dann entsteht, wenn der Propeller auf- und abgeschraubt wird oder wenn er sich im Drehen hin und her bewegen kann. Das passiert natürlich irgendwann, wenn hier ein gewisses Spiel herrscht und das Spiel wird dann immer weiter ausgeschlagen. Die ausgeschlagenen Stellen kann man ohne Lupe und mit bloßem Auge direkt erkennen. Ihr seht sie einmal links an der Aufnahme, an der Arretierung, die wir hier nach unten drücken müssen und ebenfalls an den Propeller Außenseiten, also an den Nasen auf der Außenseite, die sind ebenfalls ausgeschlagen. Das sind die Stellen, die immer aneinander reiben und beim Lösen bzw. Befestigen immer wieder zusammenkommen. Wenn ich jetzt einmal einen Propeller aufschraube, werden wir auch gleich sehen, wie viel Spiel dieser jetzt hat nach 18 Monaten Dauernutzung. Ihr seht schon, der Motor unten steht still und ich kann den Propeller hin und her bewegen. Das sind vom Propellerende in etwa fast 5 mm bis oder zwischen 5 und 1 cm, wo er sich teilweise hin und her bewegt und das ist schon echt viel. Ich zeige euch das nochmal, ich halte den fest und kann den hier hin und her bewegen. Seht ihr, wie viel das ist? Das ist schon echt enorm. Und das ist für mich jetzt hier der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss die Propelleraufnahme ausgetauscht werden. Hier reicht es aber nicht nur, die Propelleraufnahme auszutauschen, sondern hier muss auch der Propeller weg, denn dieser hat ja neben der Aufnahme ebenfalls die Nasen ausgeschlagen, also Teile davon sind ja weg bzw. abgerieben und das ist hier echt so viel, dass man sich echt Gedanken machen muss, irgendwann würde hier ein Propeller einfach abfliegen, weil er keinen Halt mehr findet. Und ihr seht hier, die schwarzen Propeller bzw. an der Aufnahme die Nasen, die weggerieben sind, das sind hier bis zu 2,5, vielleicht auch 3 mm. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Und hier an der Aufnahme sieht man es sehr schön und am Propeller hier besonders, wie stark hier die Nase weggeschlagen ist. Das ist schon echt viel und ich habe für mich gesagt, Schluss aus, hier muss man jetzt einen Strich ziehen, hier muss einfach jetzt getauscht werden. Und auch nach dem Aufschrauben des schwarzen Propellers wird man gleich sehen, wie stark hier dieses Spiel ist. Und ich rede hier nicht von einem halben oder Millimeter Spiel, das sind hier schon fast im Zentimeterbereich Spiel. Und das müsst ihr euch echt vor Augen halten, hier wird es früher oder später echt dazu kommen, dass dieser Propeller einfach kein Spiel mehr hat und davon fliegt und der Kopter in den 5 Rotoren Modus geht. Das Propellerspiel ist hier in dem Fall wirklich allseitig, also nicht nur beim Drehen, sondern auch wenn wir den Propeller nach oben und unten bewegen, das sehen wir ebenfalls hier im Bild. Natürlich nicht nur bei den schwarzen, auch bei den weißen Propellern, das ist überall gleich, denn die Propeller waren ja im Satz dabei und ihr seht, wie viel das mittlerweile ist. Das ist der Abrieb, das ist die Zeit, die haben hier ihr Ganzes getan. Ich nutze ja inklusive Ersatzpropeller immer komplett einen Satz. Ihr seht hier 2 und ich habe jetzt nicht immer nur dieselben Propeller genommen, sondern ich habe eigentlich immer 10 Propeller dabei gehabt und habe diese durchweg rotieren lassen. Und ihr seht natürlich, der komplette Satz sieht hier gleichermaßen aus. Das würde dann natürlich bei mir bedeuten, dass ich nicht nur einen kompletten Satz tausche, sondern auch die Ersatzpropeller dann ebenfalls noch mit wechseln muss. Das macht aber nichts und ihr seht hier, generell der ganze Propeller ist hier durchweg oder die ganzen Propeller sind durchweg alle mit Abrieb besetzt, benetzt und die müssen einfach weg. So sieht es nun mal aus. Ihr seht schon, wie gesagt, mein kompletter Satz, die sehen hier alle so aus. Das kostet zwar jetzt ein paar Euro, aber gut, für die Sicherheit muss man das halt investieren. Fort damit. Bevor ich begonnen habe, hier die Propeller und die Aufnahmen auszutauschen, habe ich mir natürlich alles komplett
gekauft. Ich nutze hier in diesem Fall wirklich Originalpropeller, weil ich auch zum Beispiel schon gelesen habe, dass ja Alternativpropeller wahrscheinlich von der Zusammensetzung etwas anders sind und ja, da mehr oder weniger kaputt gegangen sind. Im Flug sind sie abgefallen. Ob es jetzt am Propeller lag, an der Aufnahme, weiß ich persönlich nicht. Ich habe mit denen aber jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich hatte es ja gerade gesagt, 18 Monate lang damit geflogen, Aufnahme und Propeller, ohne dass was kaputt gegangen ist. Was will man mehr? Einmal hier noch die Aufnahme für den ganzen Kopter, kostet nicht allzu viel. Ja, Propeller und Aufnahmen bekommt man unter anderem als Ersatzteil bei Unic im hauseigenen Shop. Da kann man alles Bytes zusammen bestellen, wobei hier die Aufnahme nur einzeln zu erwerben ist und die meiner Meinung nach recht teuer ist. Und wer das aber gerne möchte und viele haben einen ja, Händler des Vertrauens, die können natürlich auch dahin gehen. Ich habe hier einfach mal einen Händler rausgesucht. Ihr habt sicher euren eigenen. Und zusätzlich dazu hat man natürlich noch die Möglichkeit, zum Beispiel so ein Set hier zu erwerben. Das habe ich schon länger hier liegen, habe aber den Moment abgepasst, bis ich wirklich die Aufnahmen tauschen muss. Ja, dann ging es natürlich ans Austauschen. Die Propeller ist ja einfach, die schmeißen wir weg, die alten, und nutzen anschließend natürlich nur noch die neuen Propeller. Die Aufnahme, die muss aber demontiert werden und neu montiert. Reparieren kann man es, glaube ich, gar nicht nennen. Ich würde das eher als Instandsetzen bezeichnen. Hier wird einfach mittels eines kleinen Kreuzschlitzschraubendrehers die Schraube oder die beiden Schrauben gelöst. Ihr seht das hier oben, unten oder jeweils zwei. Wundert euch nicht, wenn das, obwohl es einfach geht, recht stramm geht, denn die Schrauben haben einen Sicherungsfilm, also da ist so ein kleiner Sicherungspunkt hinten dran gemacht worden, der das Abschrauben hier etwas erschwert. Es funktioniert aber dann anschließend ja reibungslos, einwandfrei und ganz einfach. Die Aufnahme hat eine kleine Feder hinten dran. Da müsst ihr Obacht geben, wenn ihr diese abnehmt, dass euch die Feder nicht wegspringt, obwohl im Satz dann anschließend, ihr seht das hier, auch eine weitere Feder dabei ist. Ja, dann ging es ans Montieren der neuen Aufnahmen. Hierbei habe ich die alten Schrauben genutzt. Bei den Unic eigenen Aufnahmen sind Schrauben mit dabei. Bei dem Satz, den ich mir bestellt hatte, waren keine dabei. Die alten Schrauben sind aber noch funktionsfähig. Die reichen dafür aus und die konnte ich hier problemlos wieder einschrauben. Das wurde auch super fest. Aber beim Abschrauben des zweiten oder der zweiten Aufnahme ist mir ein kleiner Fehler passiert. Nein, vielmehr ist mir der Fehler aufgefallen, der ich bei der ersten Aufnahme schon gemacht habe, und das werde ich euch jetzt auch gleich mal zeigen, denn ja, siehe da, jetzt ist mir es aufgefallen, dass ich etwas verkehrt gemacht habe. Ja, was soll ich sagen, ich Stepp habe mir hier einen Fauxpas erlaubt und habe die A-Aufnahme an den B-Ausleger montiert. Zum Glück ist mir es schon beim zweiten aufgefallen. Ja, wenn man drüber nachdenkt, was dann passiert, die ganze Geschichte läuft einfach verkehrt, beziehungsweise die Propeller sind einfach in der falschen Richtung, wie sie sich dann drehen. Ja, das kann einfach nicht funktionieren. Ja, und dann natürlich das Ganze wieder demontieren und erneut montieren, in dem Fall natürlich aber korrekt, und zwar am A-Ausleger die A-Aufnahme und am B-Ausleger logischerweise die B-Aufnahme. Dann habe ich das Ganze auch anschließend direkt mit den Propellern geprüft, indem ich einfach den Propeller auf die Aufnahme montiert habe. Ihr seht hier ein originaler Propeller drauf montiert. Dann ging das Ganze natürlich weiter mit der B-Variante oder mit der A-Variante, schwarz oder weiß, wie auch immer man das nennen möchte, und das Ganze einmal ringsherum. Ja, das Austauschen der Aufnahmen am H dauert geschätzt 10 Minuten. In dem Fall muss ich aber dazu sagen, ich habe A nicht aufguckt, B zusätzlich auf Filmen konzentriert, immer etwas anders. Und natürlich habe ich die Aufnahme verkehrt und musste das natürlich gieren, was eben gekostet hat. Zum Schluss will ich aber euch hier noch einmal die ja, Befestigungsschraube zeigen. Ihr seht an der Schraube, dass da so ein kleiner roter Film dran ist. Das ist so eine Art Befestigungspaste. Die wird vorher drauf geschmiert. Das ist so ein kleiner Punkt. Und wenn man die dann reindreht, wird er irgendwann fest und ja, hält dann entsprechend länger oder besser. Kann sich auch in dem Fall nicht mehr lösen. So eine Sicherungspaste, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie die heißt. Den letzten Propeller ebenfalls drauf geschraubt und schon sind wir fertig. Da haben wir das Ganze und jetzt schauen wir uns noch einmal die Arretierungsstifte der Aufnahmen an, denn das ist recht interessant. Wenn wir hier einmal ranzoomen, sehen wir, wie stark die hier ausgeschlagen sind, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier schon extrem, also wirklich extrem. Ich würde euch an der Stelle wirklich raten, wenn ihr da mal drauf achtet, diese vorher auszutauschen und nicht so lange zu warten wie ich hier. Ihr seht, wie stark
Tag, die hier ausgeschlagen sind. Und anschließend wollte und musste ich natürlich testen, wie stark das Spiel jetzt ist, nachdem ich die Aufnahme und die Propeller hier getauscht habe. Das habe ich natürlich bei beiden, bei A und B, probiert. Ihr seht hier, wenn ich den seitlich bewege, bewegt sich gar nichts. Genauso, wenn ich das nach oben hin bewege, da bewegt sich lediglich das Blatt des Propellers. Und gleiches natürlich auch mit dem schwarzen oder mit dem, was ist das, A oder B Propeller. Auf jeden Fall hier rechts, links lässt sich nichts bewegen. Wenn ich den Propeller bewege, bewegt sich hier auch gleichzeitig der Motor mit, genauso wie es sein sollte. Zum Schluss noch ein kleiner Geräuschtest, wobei die Aufnahmen vor dem Wechsel habe ich woanders hergenommen, aber ich denke, man hört es trotzdem. Ich glaube, man kann den Unterschied der beiden Aufnahmen hier sehr deutlich hören, auch wenn die eine Aufnahme von einem Flugvideo stammt. Die habe ich aber separat so gewählt, weil man da sehr schön das Klappern der Propeller in der Aufnahme gehört hat. Das haben wir natürlich durch den Wechsel jetzt hier eliminiert. Das wird wahrscheinlich früher oder später wieder auftauchen, dadurch, dass ich ja hier den Typhoon H immer mit vor Ort nehme und dort erst die Propeller aufschraube. Natürlich haben wir noch einen zusätzlichen Nebeneffekt mit dem Austausch hier eliminiert, und zwar die Vibrationen, die hier entstehen, wenn der Propeller in der Aufnahme hin und her wackelt, sich sozusagen bewegt, dass der Kopter dadurch in Vibrationen gerät. Diese sind jetzt ebenfalls verschwunden, weil die Propeller ja fest auf der Aufnahme aufsitzen, und ich persönlich glaube sogar, dass man das sehen kann, dass der Kopter wesentlich ruhiger in der Luft steht bzw. ruhiger fliegt, da die Vibrationen hier in dem Fall minimiert oder gänzlich weg sind. Ja, liebe Leute, damit sind wir am Ende von diesem Video und ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Das Video ist zwar etwas länger geworden, als ich gedacht habe, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem bis hierher angeschaut, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Da gibt es was über den H520 definitiv. Das habe ich nämlich schon fertig, das Video. Ich sage tschüss an der Stelle, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.